So, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Es geht natürlich hey, sofort weiter. Da hast du den Falschen erwischt. So. Genug? Da hast du den Falschen erwischt. Der Bastard, mich krieg ich. Aha, das sehe ich. So, das war das. Ach ja, kurz mal wieder Postumschlagstelle gespielt. Macht ja auch nichts. So, und jetzt eigentlich auf dem gleichen Wege wieder zurück. Und, ja, wir waren gerade beim Thema alte Spiele und so und warum man das anders in Erinnerung hatte, als es eigentlich ist, wenn man sich so an seine alten Lieblingsspiele erinnert. Und ich glaube auch, das hat damit was zu tun, dass man damals oder früher gar nicht so auf die Grafik und so geachtet hatte, weil es eben nicht so der Maßstab war. Man hat natürlich so immer mal wieder sich weiterentwickelt, das ist gar keine Frage. Aber es war nie der ausschlaggebende Punkt. Die Geschichte, das Gameplay, das hat dich doch an so einem Spiel gefesselt. Und ne, gerade was wie Gothic mit Story und sowas alles, solche Sachen haben dich einfach gefesselt und daran erinnert man sich. Und deswegen ist, glaube ich, für einen in Erinnerung die Grafik immer zweitrangig gewesen. Ich meine, heute gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, wenn die Grafik vom Spiel mich nicht interessiert, dann interessiert mich das Spiel nicht. Denn das hat auch vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, dass wir mittlerweile ein wenig verwöhnt sind, was das alles angeht. Ich meine, guckt euch halt die Sachen an, die zurzeit jetzt alle so kommen. Das ist schon echt krass und wir sind natürlich diesen Standard mittlerweile gewohnt. Und wenn ich sage Standard, dann ist es eigentlich schon fast traurig. Ich meine, es gibt viele, viele einfach gehaltene Sachen, wie zum Beispiel Prison Architect oder zum Beispiel Pixel Art Games, die halt wirklich so gemacht worden sind, sowas wie Undertale oder so. Das sind dann noch Titel, die halt dann wirklich gezielt dagegen, was heißt dagegen vorgehen, aber die es halt einfach halten. Was auch cool ist. Also ich persönlich, für mich ist die Grafik erstmal völlig aua! Was heißt aua? Von der Straßenbahn weggetreten zu werden, ist nicht so geil. Uiuiui, oh, mein Kopf. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist mir die Grafik, was heißt, egal nicht. Aber ich kann mich arrangieren, oder? Ja, also mir ist eigentlich egal, ob es jetzt geile Grafik ist oder nicht. Witcher 3 ist natürlich unglaublich schön und atmosphärisch, was die Grafik und die Umgebung angeht. Wenn man sich zum Beispiel jetzt sowas hier anguckt wie Mafia oder so, was natürlich jetzt überhaupt kein Vergleich sein soll, aber hier ist mir das eigentlich egal, dass das alles so ein bisschen kantig ist, ne, da die Schatten sind abgehackt und so weiter und so fort. Das ist mir alles, ehrlich gesagt, schwumps egal. Mir persönlich muss das Spiel gefallen, mir muss die Geschichte gefallen, der Charakter, der das erzählt und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die mich an dem Spiel interessieren. Grafik ist geil, wenn sie geil ist, wenn nicht, dann halt nicht. Oder manchmal tut es eben auch das einfache Schlichte, wie bei Undertale zum Beispiel. Ich könnte mir Undertale nicht ganz so vorstellen, wie zum Beispiel, also im Stil von Life is Strange zum Beispiel. Mit den 3D-Figuren, wo man dann rumläuft und die ganze Welt, weißt du, wie ich meine? Das könnte ich mir so gar nicht vorstellen. Für mich ist Undertale wirklich der Charme, der es eben hat mit seiner, Pixel-Art. Aber gut, wir sind angekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der gute Lukas für uns hat. Denn es ist ja eigentlich immer ein Auto dabei rausgesprungen, wenn wir ihm geholfen haben. Hat er denn nicht mal einen Erste-Hilfe-Kasten irgendwo rumhängen? Ich weiß es nicht. Naja, hey du. Hat er seine Lektion gelernt? Ohne neue Zähne wird er wohl nur Brei essen können. Da wird sich Carlo aber freuen. Also, wo ist das Auto? Es gehört einem Typen im Villenviertel von Oak Hill. Ein wahres Wunder der Technik. Spitzenmotor. Fährt sich echt gut. Vorderradantrieb. Wirst schon sehen. Schick, Mann, schick. Sowas fahren doch nur Filmstars. Genau. Sieh dir das Schloss an. Knackst du im Handumdrehen. Sei vorsichtig, wenn du es dir holst. Der Typ hat ein paar Leibwächter. Mhm. Tor 810. Oh yeah. Danke, nein. Lukas. Oh. So, dann stehlen wir mal den Tor mit Wachen. Also langsam wird es echt knifflig, was auch das Fahrzeugstehlen angeht. Normalerweise sollten wir es vermeiden,
jemanden umzubringen, nur weil er halt, nur weil wir sein Auto wollen. Das ist halt ein bisschen Kacke. Wir hätten uns vielleicht die Brechstange mitnehmen sollen, damit wir von hinten draufknüppeln, dass sie halt ohnmächtig werden und nicht sterben. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt haben wir nur die Fäuste. Ich weiß nicht, ob es mit den Fäusten von hinten geht. Also, ich bin mir sicher, dass das der eine oder andere falsch versteht. Aber das ist mir auch völlig egal. Auf jeden Fall, ja, müssen wir mal gucken, wie und ob das so funktioniert. Ich möchte sie wirklich ungern erschießen, nur weil wir das Auto wollen. Das wäre, ja, nicht ganz so mein Style. Könnte man natürlich einfach machen, klar. Gerade in so einem Spiel wie Mafia, ne, wo es dann, oh, Killerspiel, lalala. Das ist ja auch so eine unsinnigste, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, mal sehen. Vielleicht können wir sie auch stibitzen, ohne dass sie es merken. Dann wären sie zwar die schlechtesten Leibwächter, die es so gibt. Aber jeder hat mal einen Moment, wo man nicht aufpasst. Das kennt man ja. Man muss sie nur abpassen. Vielleicht ist es ja hier auch so. Meine Nase juckt. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh. Ah, ekelhaft. Ich muss nicht niesen. Das Kribbeln verzieht sich langsam wieder nach innen. Boah, das fühlt sich immer so schlimm an. Als würde wirklich so ein Monster kurz rausgucken wollen und dann merkt, ah nee, krabbelt einfach wieder rein und kratzt dabei mit seinem harten Schuppenpanzer an allen von deinen Schleimhäuten. Ja, einfach unschönes Gefühl. Oh, wir hätten anders fahren müssen. Unten lang. Also, unser Auto sieht auch so aus, als hätten wir mit einer Laterne geknutscht. Ja, es war schon ein ziemlich krasser Unfall. Lassen wir das. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Polizist. Dankeschön. So, hier geht's lang. Auf nach Oakwood. Aber hier müssen wir gar nicht hin. Da hätten wir auch gerade bleiben, auf der Straße bleiben können. Ich bin so ein Beppo. Wir müssen natürlich geradeaus weiterfahren nach Oak Hill. Ah, ja. Im Bereich des Bonzen, also in den Bonzenvierteln. Wird interessant. Wenn wir da jetzt schon anfangen, die Autos zu stehlen. Goody Boy. Holen Sie sich hier Ihr neues Lieblingsheißgetränk. Ich habe keine Ahnung. Hier, ich konnte nicht lesen, was mit Battery. Die Musik wird schön idyllisch. Das ist schön. Dort haben wir ein Haus mit Balkonen. Vom Weiten sieht das so aus wie Anders Construction. Ah, Hotel Black. Okay, hier hat es direkt ein Hotel und hier geht es jetzt massig bergauf. Deswegen nehme ich den Tempomat mal raus, damit wir überhaupt annähernd irgendwie hier hochkommen. Also wir werden auf jeden Fall nicht die Höchstgeschwindigkeit knacken. Da... Alter! Weißt du, wie wir sowas bei uns in der Mafia klären? Affe. Wir hoffen einfach mal für dich, dass du... Oh, ja, ohne Schwung hier die... Pff, Alter. Wir kommen nicht vom Fleck. Hör auf zu hupen. Mein Gott. Wir müssen neuen Schwung holen. Wir hoffen einfach mal für ihn, dass er die Kontrolle verloren hat, als er da runtergefahren ist. Sonst... Normalerweise, wenn man das halt so wie in der Mafia halt macht, dann hätten wir jetzt aufsteigen müssen, ihn erschießen müssen und fertig. Ganz eiskalt. Aussteigen, zack, fertig. Aber es sind zu viele Zeugen. Und wir versuchen natürlich das beste Menschen zu sehen. Und ich glaube, er hat uns gerade die Maschine so stark beschädigt, dass wir hier den Hügel nicht mehr hochkommen. Boah, ist das ätzend. Ja, er hat uns gerade mit dem Crash die Maschine so stark beschädigt, dass wir da nicht mehr hochkommen. Scheiß Karre, ey, Mann. Der Affe, ne? Wir hätten ihn erschießen sollen, sein Auto nehmen sollen. Wir hätten es tun sollen. Na, natürlich nicht, aber egal. Gehen wir halt zu Fuß. Auf dem Rückweg werden wir hoffentlich ein neues Fahrzeug bekommen. Ich weiß nur nicht, wie lange das jetzt noch dauert zu Fuß. Ah, nicht so lange. Ah, hier schön mit Zäunen abgesperrt, damit die runterfallenden Trümmer die Straße nicht belegen. Hallo? Können Sie mich mitnehmen?
Ja, Polizei, dein Freund und Helfer von wie? Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht im Polizeiauto mitfahren. Ich meine, naja. Dann sitzt du da so und dann so, oh, so, ja klar, wir nehmen sie mit, lalala. Und was machen sie so beruflich? Ach ja, dies und das. Ja, das könnte schon schwierig werden. Ah. Was ein Tag. Erst die Sache mit Frank. Dann dieser unglaubliche Plot-Twist. Dann noch einen dicken Typen aufs Maul hauen. Und jetzt das. Ah, was macht man nicht alles? Was macht man nicht alles? Bad Guy, Pale Dry, 5 Cent. Ich mag diese, den Namen immer noch sehr von dem Bier. Ja, da ist auf jeden Fall der Name Programm, da kannst du von ausgehen. So, gut, dass ich da nicht hinter die Leitplanke gelaufen bin. Ich wüsste nicht, ob ich hier wieder wegkomme. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier über die Straße. Guten Tag, Herr Polizist. Und hier. Hier ist ein mega fettes Anwesen. Man sieht schon, hier ist eher so die gehobenere Klasse. Die Musik ist schön. Ach ja. Und wir laufen weiter zu Fuß. Sprinten können wir nicht, weil wir schon sprinten. Voll geil, wie er sich duckt. Immer schön den Kopf einknicken. Und auch ja nichts sieht. Naja. Guten Tag. Noch nicht. Ah, ich glaube, das hübsche Ding in Orange ist das Ziel unserer Begierde. Und da ist der Wachposten. Ja, wir haben nur Schusswaffen. Guten Tag. Geht das? Du Bastard! Finger weg von dem Auto! Hilfe! Polizei! Ich wollte ihn eigentlich nur bewusstlos schlagen. Das tust du zum letzten Mal! So. Was tut er? FWD Forward Drive. Also, für den Vorderradantrieb. Okay. Wir ziehen einfach mal los. Ich wollte ihn eigentlich nicht umfahren. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Man hat gesehen, er steht noch auf. Der lebt zu 100% noch. Und jetzt können wir uns mit dem gestohlenen Auto hinter der Polizei davonstehlen. Und zwar jetzt. Lässt sich schwierig steuern, das Auto irgendwie. Oh oh. Das wird ja lustig. Wir haben ja gesehen, was das für eine Steigung ist hier. Hier unüberlegt einfach runter zu brettern wäre ziemlich unüberlegt, wenn man das so sagen kann. Deswegen bremse ich hier nur wieder mal ab. Und da steht das Auto, welches uns im Stich gelassen hat. Lol. Er überfährt einfach mal so einen Polizisten und er läuft einfach weiter. Natürlich. Und wenn wir das machen, sind wir natürlich die Doofen. Ach ja, es ist so schön. Es ist einfach so schön. Autsch. Direkt wird Unfall gebaut. So, jetzt geht's endlich ab nach Hause nach dieser Mission. Das hat ja jetzt schon etwas länger gedauert. Was ein Tag. Ich weiß auch gerade nicht genau, was ich so noch sagen soll zu euch. Außer, was ein Tag. Einiges erlebt und ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie Salieri darauf reagiert. Denn anscheinend hat wirklich Morello hier die Fäden gezogen, dass unter Vorbehalt, wo die Polizei natürlich Frank sich holt, mit der Erpressung dadurch die Bücher bekommt, damit dann im Salieri ranbekommt und damit dann eben den Weg für Morello komplett freimachen.
So hat jeder was davon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir reagieren werden. Dass er über diese Neuigkeiten nicht froh sein wird, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ja. Mal sehen. Also, dass wir jetzt mittlerweile im Krieg mit ihm stehen, das hatten wir ja schon vor ein paar Missionen festgestellt, dass er wirklich jetzt auf die Barrikaden geht. Aber was genau er verfolgt und was wir genau jetzt machen werden, das weiß ich nicht. Wir werden es erfahren. Und somit wurden wir das erste Mal von der Polizei der Geschwindigkeitsüberschreitung bezichtigt. Ich will ja eigentlich rechts ranfahren, vernünftig. Guten Tag, Officer. Ist das echt nötig? Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. So, jetzt habt ihr die unglaublich sexy Animation mal gesehen, wenn man eine Strafe bezahlen muss. Es ist einfach schön. So, wir machen den Tempomat natürlich sofort wieder rein, sobald wir ein wenig Geschwindigkeit aufgenommen haben, denn bergauf wissen wir ja selber. So. Tempomat wieder rein. Wir wollen ja nicht von der Polizei ein weiteres Mal angehalten werden. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das jetzt fünfmal hintereinander versucht. Ja, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie dann doch festgenommen wird oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Und wir fahren im zweiten Gang. Da fahren wir gerade 60 bergab. Okay, bergab macht Sinn, weil wir einen kleineren Gang nehmen müssen. Wenn wir geradeaus fahren, schalten wir aber auch nicht höher. Also, die Karre kann was. Das Auto kann echt was. Ich glaube, das war auch so zum Missionen fahren und so hinterher mein Lieblingsauto. Hoffentlich kommt jetzt keine Polizei vorbei. Mal gucken, was er so kann. Sind jetzt schon auf 110. Aber wir ziehen das Ganze natürlich wieder runter und nehmen unsere Abkürzung. Da ist er knapp. So. Die Frage, ich weiß auch gar nicht, ob wir uns mittlerweile mit Sarah jetzt schon angebändelt haben oder noch nicht. Man sieht auf der Karte schon so einen riesigen Fuhrpark, den wir uns da schon erschaffen haben. Also an Fahrzeugen soll es uns nicht mangeln. Und den parken wir einfach mal direkt daneben. Ralphie wird das Ding schon wieder reparieren und dann vernünftig parken, da bin ich mir sehr sicher. Ah, da steht er ja. Hey, Ralph. Was brauchst du? Hier können wir natürlich ein Auto entfernen, aber das wollen wir gar nicht. Sondern wir wollen die Mission beenden.